Kryptowährung ist derzeit in aller Munde. Doch was genau sind Kryptowährungen? Kryptowährungen entstehen durch rechenstarke Computer, welche komplexe mathematische Aufgaben lösen und dadurch Kryptogeld generieren. Wie hoch der Betrag des generierten Kryptogeldes ist, wird im Vorhinein von den aktiven Teilnehmern festgelegt. Man unterscheidet zwischen aktiven und passiven Teilnehmern, wobei passive Teilnehmer das Kryptogeld lediglich besitzen, also irgendwann einmal normales Geld in Kryptogeld eingetauscht haben, und aktive Teilnehmer geben Kryptogeld aus. Also das sind all jene, welche rechenstarke Computer besitzen und diese den nötigen Aufgaben lösen. Der Vorteil von Kryptowährungen ist, dass sie nicht von Banken kontrolliert werden und ausschließlich digital sind, welche den Vorteil haben, dass sie transaktionsfrei und wesentlich schneller als herkömmliche Überweisungen sind. Ihr Wert bemisst sich lediglich aus dem Gebrauchswert. Bedeutet, was alle Nutzer bereit sind zu zahlen, um einen zum Beispiel Bitcoin zu bekommen. Alle Informationen von der Geldmenge über die Guthaben bis hin zu Transaktionen werden in einer gemeinschaftlichen Blockchain gesichert, was Manipulationen nahezu unmöglich macht. Doch wie viele verschiedene Kryptowährungen gibt es und seit wann gibt es sie? Derzeit gibt es rund 5000 verschiedene Kryptowährungen und zu den bekanntesten zählen Ethereum, Ripple, Litecoin, Dogecoin und natürlich Bitcoin, welcher der erste aller Kryptowährungen war und aufgrund der Wirtschaftskrise erfunden wurde und ein sicheres Anlagemittel sein soll. Und nun etwas Genaueres zum Bitcoin, weil er nicht nur jeden Rahmen sprengt, sondern vor allem auch der womöglich interessanteste aller Kryptocoins ist.